Hallo bei Marios Fliegendose. Heute binde ich mit euch einen Loopwing Emerger. Dazu habe ich einen Standard Trockenfliegenhaken der Größe 12 eingelegt. Als Bindefaden benutze ich einen Uni 8.0 in Oilief Done. Ich fange an mit meiner Grundwicklung. Als Schwänzchen gefärbte Hahnenfibern. Ich zupfe mir eine Portion ab. Und binde diese hinten ein. Als Körper kommt eine CDC-Feder zum Einsatz. Hier habe ich eine in Oliv Standardfeder, eine große rausgesucht. Diese lege ich auf die Seite an. Und ziehe die Spitze bis zur Körperlänge und binde diesen fester ein. Ich fange nun mit einer CDC-Klemme mir den Kiel der CDC schneide den Rest hinten ab und forme mir einen schönen konisch zulaufenden Körper. Fange mit zwei, drei Wicklungen ab, schneide mir den Rest kurz ab und lege den Kiel richtig feste ein. Die überstehenden CDC-Fibern schneide ich kurz ab. Und so entsteht ein schöner, gleichmäßiger CDC-Körper. Eine zweite CDC hier in einem Blue Dun-Ton lege ich direkt hinter dem Körper zwei Windungen fest und ziehe diesen auch bis die Spitzen das Öhr erreichen und lege diesen schön fest. Anschließend falte ich mir die Feder und lege sie auf der Hakenoberseite auch mit ein paar Windungen fest und ziehe mir jetzt den Loop auf die passende Größe. Wenn das nicht so super funktioniert, holt man sich eine Dubbingnadel und streift ein bisschen vor. Hält die CDC feste, knickt sie nach hinten. Zwei Windungen fixiert, bisschen zurecht und forme mir ein wenig den Loop zurecht. Kontrolliere, wenn es einem gefällt, binden wir den Rest auf den Haken fest und schneiden uns den Rest kurz ab. In einem Petitjonböckchen habe ich eine weitere Feder eingelegt und gefalten. Diese nehme ich jetzt mit der transparenten Häschenklemme auf und schneide mir den Kiel frei. Ich lege mir einen Dubbing-Schlaufe
Und in diese Schlaufe lege ich mir mein CDC. Und verdralle diesen. Die CDC wickel ich jetzt schön hinter dem Loop auf und streife jedes Mal die CDCs nach hinten. Am Öhr angekommen, überfange ich mit diesen mit meinem Bindefaden und schneide die Schlaufe ab. Ich ziehe mir das CDC zurück, damit ich Platz habe für meinen Kopfknoten. Ziehe diesen fest, schneide ab. Schneide die Hecheln, die ich aus CDC hergestellt habe, ein bisschen zurecht und die Unterseite stütze ich komplett. Ein Tröpfchen Lack, die Unterseite aufgegeben, sichert mir das CDC zusätzlich noch ein wenig und den Kopfknoten. Und fertig ist der kleine olivfarbene Loopwing Emerger. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbinden. Bis nächste Woche, euer Marco.